Ja, und damit moin und servus, meine Buben. Wir sind wieder hier bei Fortnite auf der Nintendo Switch. Und ja klar, ihr seht es hier schon im Hintergrund, Brüders, ja. Eins neuer Monat, eins neues Fortnite-Crew-Abonnement. Ich weiß, ich bin spät dran. Wir werden uns heute auch diese Belohnungen ehrenlos einstreichen. Aber dabei wird es heute nicht bleiben, denn wir haben eine Rückkehr zu verbuchen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals wieder sagen würde. Aber, ob ihr es glaubt oder nicht, Brüders, Fortnite 64 ist wieder zurück und zwar viel krasser und verstörender als je zuvor. Da werden wir heute auch reinsteigen in diesen sehr deliziösen Aal. Das können wir uns doch eigentlich hier als Fortnite Switch YouTubers nicht entgehen lassen. Dementsprechend wird es heute sehr wild und lecker. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallenisieren sollte. Ja, vielen Dank, meine Brudingos, für die heilige Unterstützung. Abonniert hier gerne rein, so wie bei der Fortnite Crew. Und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Außerdem, was ich Ihnen auch noch sehr ans Herz legen kann, Hashtag Werbung wird hinausgerendert. RandomKaiHD, der Creator Code für den Item Shop. Jetzt eintragen. Ja. Vielen Dank an alle Brüder, die mich hier unterstützen. Und jetzt kommen wir hier zur Fortnite Crew Belohnung für den Juli. Und es ist Loki. Loki, der laufende Sohn. Laufison. Er rastet hier jetzt in Fortnite komplett aus seit dem 1. Juli. Ich habe auch den Trailer gesehen im Battle Bus, wo Loki diesen Wackelkandidaten ehrenlos zerstochen hat. Und das war schon je. Und ja, es schmeckt auf jeden Fall. Wir machen weiter mit Lokis Umhang. Auch der darf natürlich nicht fehlen. Sonst ist Loki nicht Loki. Auch generell, ja, ich bin ein bisschen raus aus dem Leseflow, ja. Euer Retter ist da. Loki Laufey-Sohn. Lauf, ey, du Sohn! Lul! Loki Sohn, das perfekte Accessoire für den Gott des Schabernacks. Schluss jetzt hier mit dem Parmesan! Wir kommen nämlich jetzt zu Lokis Zepter und auch das rastet komplett aus, wie es aussieht. Auch bekannt als der Leuchtstab des Schicksals. Des Weiteren der Chitauri-Streitwagen. Ja, auch er möchte hier gerne einen Streitwagen, und zwar mit einem Chitauri. Nicht aus Asgard oder einer anderen bekannten Welt. Ist damit die Erde gemeint? Ich weiß es nicht. Lokis Empfang. Ja, er empfängt hier seine Brüder. Und zwar im gelben Outfit. Ja, Ben ist auch am Start. Ja, moin. Genau, 1000 V-Bucks dürfen auch nicht fehlen. Lecker. Ja. Wie viel habe ich jetzt schon auf dem Konto? 5200 V-Bucks, Brüder. Wenn ich ein Schmutz-Fortnite-YouTuber wäre, würde ich sagen, wir machen jetzt eine V-Bucks-Verlosung und dann kommt die nie. Weil, ne? Und dann sagt man, ja, wir haben doch eine gemacht. Ja, Maul. Brüder, das soweit zu den, ich sag, haben wir da gerade schon die ersten Auswirkungen von Bugknight 64 gesehen? Das ist die Frage, aber auf die werden wir jetzt auch Antworten finden, denn die Bugknight 64 Kicks sind in Fortnite nicht nur seit, oder nicht erst seit gestern am Start, sondern ich glaube seit 17.1, kann das sein? Wir gehen auf Twitter, da wurde auch schon am 28. Juni gepostet. Ja, ich habe mir dieses Video hier ein bisschen aufgehoben. Ne? Sonntags kommen ja für gewöhnlich keine Nintendo News raus, da muss man ein bisschen sparsam arbeiten. Ne? Fortnite 64 ist real. Wir sehen hier einige Buben und Bubinen vereint, ja, wie zum Beispiel... Ich kann... Ist das TNTina? Ich kann nicht erkennen, wer das ist. Real Talk jetzt, ja. Thanos. Sieht aus wie ein Ritter auf Wish bestellt. Ja, kennt ihr diese Ritterhelme? Mit diesen schwarzen... Was heißt schwarzen? Mit diesen Löchern halt. Ne? Was heißt Löchern? Ihr wisst, ne? Mit diesen... Diese Luke, die man zuklappen kann. Und diese Luftlöcher hier drin ist. Bruder, was ist mit Thanos passiert? Was ist aber auch hier bitte mit Zoe passiert, Bruder? Zoe? Was ist los, Mann? Ja, ihr seht, ne? Fortnite Switch hat sich gesteigert. Höhere Auflösung und bessere Performance zugunsten der Texturenauflösungen. Ja, der Silver Surfer ist zum wahrlichen N64-Bruder geworden. Er hätte ein Enemy oder NPC sein können aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das hätte der Endboss des Wassertempels sein können, ich sag's euch. Außerdem hier natürlich Strand-Charlie. Falls es ihn darstellen soll, ich bin gerade am Überlegen zwischen MC Waffel, weil hier das so ein bisschen aussieht, nicht wie ein Strohhut, sondern wie zerfließendes Eis. Und
diverse andere. Ja, sieht aus wie eine Eiskugel, die auf seinem Kopf schmilzt. Oh ja, und der Blick von Charlie sagt auch alles, ne? Beziehungsweise der Blick von der Farbenbomberin. Sie ist noch verstörter. Sie reactet gerade wahrscheinlich hier auf diese ganzen Angelegenheiten. Das ist aber noch nicht alles gewesen, Brüder. Denn die Switch-Version ist nicht verschont geblieben. Und des Weiteren haben wir auch noch weitere Konsolenversionen, die nicht verschont geblieben worden sind. Und das hat uns hier Waluigi the God, der einzig wahre Bruder, wie auch hier sagt. Wow! Ja, er folgt mir übrigens nicht. F geht raus an den Bruder. Er hat wohl leider reingeschissen, mir auf Twitter zu folgen. Passiert. Falls ihr mir auf Twitter folgen wollt, Link in der Beschreibung. Danke, meine Bros. Jedenfalls, Bug Knight 64, rette die Welt, PS4 Edition. Wie es aussieht, ist Rette die Welt auch nicht vor dem Bug Knight 64 sicher. Ja, das ist systemübergreifend, könnte man sagen. Und der muss auch ein bisschen los. Ja, dabei bleibt es aber ebenfalls noch nicht. Denn Thanos, so wie er normalerweise aussehen sollte auf der Switch, so wie er in der Bug Knight 64 Form aussieht, man müsste daraus eigentlich Stile machen, jetzt mal ehrlich, Alter. Also, Epic Games ist doch eine Firma, die, ich sag mal, mit Selbstkritik ganz gut und, ich sag mal, Selbstironie ganz gut umgehen kann. Wieso gibt ihr der Switch-Version bitte nicht einfach diese Skin-Textures als Stilauswahl? Aber natürlich nur, wenn man dafür eine bessere Verbindung hat, wie zum Beispiel 60 FPS und was. Das sollte ja bei diesen Texturen wohl klar gehen, oder? Epic Games weiß aber Bescheid um diesen Fehler und so haben sie jetzt am 1. Juli bzw. am 30. Juni, kurz vor Juli, Ende Juni, Folgendes gepostet. Wir sind uns dessen bewusst, dass es ein Problem auf der Nintendo Switch gibt, der niedrig auflösende kosmetische Gegenstände in den Frontend-Menüscreens zeigt. Also, werden wir das gleich nochmal auf Trello sehen, ja. Nicht nur der Shop ist betroffen, alles, was irgendwie mit Menü zu tun hat, ist betroffen. Also auch der Spind und ja, ich glaube noch hier diese Battle Pass Auswahl oder so. Ja, jetzt kommt der Witz der ganzen Sache, dass vollständige Neustarten eurer Fortnite-App. Seit wann ist bitte Fortnite auf der Switch eine App? Fortnite auf der Switch ist ein Spiel. Epic Games, Nintendo Switch ist zwar auch eine mobile Konsole, aber es ist nicht rein mobil wie ein Handy. Hallo! Ja, hier hätte entweder Console-App oder Program stehen müssen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist App aber auch ein Begriff für Programm. Ja, Application, aber das klingt so mobile. Weiß ich nicht. Ja, jedenfalls das völlige Neustarten der Fortnite-App sollte das Problem beheben. Ja, werden wir jetzt gleich prüfen. Ich meine, ich habe Fortnite jetzt gerade seit Wochen zum ersten Mal wieder gestartet. Also, ne? Was sie vielleicht auch damit meinen könnten, wäre das völlige Neustarten der Nintendo Switch-Konsole. Das kann halt auch sein, dass da ein bisschen RAM rausgeladen wird beim Neustarten und wieder reingehen in den Lachs. Hier nochmal auf Trello beschrieben, ja, niedrige Auflösungen der kosmetischen Gegenstände im, ja, Frontend-Lobby, ja, in der Lobby, das war wohl damit gemeint, genau, Itemshop und Spind, ja. Auch hier gleicher Workaround, gleiche Problembehandlung, ja, und die Beschreibung des Problems, ja, das braucht man eigentlich gar nicht beschreiben, das muss man sich an der Stelle nur noch angucken und man weiß, was passiert ist. Brüder, wir gucken mal, ob das Ganze auch hier bei uns auf der Switch so passiert. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir so in den Battle Pass Screen switchen, sieht man das ganz kurz. Aber wir werden das jetzt gleich eh beim Spind sehen. Automatisch, wenn wir durch die verschiedenen Skins halt eben, ja, gehen werden. Ja, dafür gehen wir natürlich auf groß, ist klar. Ja, das ist doch das, was ich, ja, genau. Ja, die N64-Kicks. Omega auch hier mit den kompletten Kicks. Na klar doch. Ansonsten, wir müssen das an eindeutigen Skins sehen. So, an Skins, die auch genau, die auch so eine Art, die so Hüte und so tragen. Da sieht man es bestimmt krass. Ja, das sieht man. Also bei mir ist halt eher das Problem, nicht die Polygons, die sich bilden, oder die sich, besser gesagt, zurückbilden, sondern
die Auflösung der Skins ist erstmal reduziert und dann buffern die hoch, so. Ich hätte, also bei mir ist es halt eben nicht so wie beschrieben, aber ey, das werden wir wahrscheinlich noch sehen, beziehungsweise haben wir auch schon so in Teilstücken gesehen, ja, also auf den Bildern, wo ich das gesehen habe, sieht das viel krasser aus, aber wie gesagt, bei mir ist allerhöchstens so gerade momentan die Auflösung getroffen. Aber beide haben was doch. Der Bruder sieht man aber auch nur für einen ganz kurzen Moment. Die Frage ist natürlich, wie sieht das bei Charlie aus? Ja, da möchte ich Ihnen doch eine fachgerechte Antwort drauf geben. Aber erstmal Ben. Ja? Ja, haben wir jetzt auch nicht so viel gesehen, leider. Ne? Also ihr seht, oh ja, der Baubruder ist ein wenig betroffen gewesen. DJ Yonder, der ist, ja. Man sieht das immer für ein paar Millisekunden, also da muss man schon im richtigen Moment screenshotten, ne, damit man das sieht. Aha. Ja, der Fischbruder, das war ja auch klar. Gerade so runde Charaktere oder unüblich aussehende, die sind davon am meisten betroffen. Die sind davon sehr hart betroffen. MC Waffel, ja, genau. Ja, also ich hoffe mal, dass das Fortnite wieder in den Griff kriegt. Beim nächsten Update soll es ja dann am besten behoben sein. Der Charlie-Bruder. Ja, meine Freunde. Wir können nur hoffen, dass Epic Games dieses Problem behebt. Wie gesagt, beim nächsten Update. Wer weiß, wann es kommt. Epic ist ja momentan, wie ich gehört habe, im Urlaub. Aber ich habe auch gehört, 17.2 soll allerdings auch kommen. Und ja, bevor es dann soweit ist und dann neue Gegenstände ins Spiel hineingespült werden, die dann im Itemshop erscheinen, stellen Sie bitte sicher, dass der Creator-Code RandomKHD eingetragen ist für den ehrigen Flex. Danke, meine Brüderschaft, für den ehrigen Support. Und ich bin heute relativ verschont geblieben von den Fortnite 64 Kicks. Ich dachte echt so, ich werde hier nochmal überrascht. Ja, ja. Warte mal, ist das der Trick? Ist das der Trick? Darf man nicht raus oder reinzoomen, damit man das völlige Spektakel sieht? Oh, jetzt hat, glaube ich, der Kopf gerade ein bisschen nachgerendert, oder? Der sieht am schärfsten von allen aus. Ja, ja, meine Freunde. Wir bleiben mal in der Perspektive. Wir gehen jetzt... Ja, okay. Jetzt habe ich verstanden, wie man das auslöst. Man darf einfach nicht rein, rauszoomen. Dann sieht man das völlige Spektakel. Ja, meine Freunde. Ich werde auch nicht drehen oder so, damit wir den Charakter nicht irgendwie resizen und das dann neu gerendert wird. Aber hier. Oh Gott, Alter. Zoomen dürfen wir aber rein. Ja, ihr seht, also das völlige Spektakel ist ausgebrochen. Das kann man sich wirklich nicht mehr ausdenken. Also, jetzt fühle ich euch. Okay, ihr habt einen Punkt. Okay. Ja, Zoe, Alter, was macht die denn für einen Schmollmund? Ja, sie rastet komplett aus. Ja klar, jetzt kommen die Fischkicks. Na klar. Ja, moin. Ja, er hat sich jetzt nicht so geändert, ne? Aber wahrscheinlich auch nur, weil er eh schon so Low Polygon ist. Aber jetzt mal ehrlich, Bruder, wo sind die Arme hin? Bruder? Ja, auch er ist irgendwo, je. Ach ja, ja. Schön, ist schön. Bushranger N64. Demogorgon 64. Und ansonsten ja noch das Elfstäbchen, ja klar, ne? Darf an der Stelle nicht fehlen, auch Fluff hier. Finanzielles Fallobst sieht auch nicht so scheiße aus, ehrlich gesagt. Und der Fuchs nochmal hier für die, wie sagt man? Jetzt habe ich es, für die Furry-Brüder, ja klar. Taco, ja. Daraus könnte man eigentlich ein ganzes Spind-Video machen, merke ich gerade, ne? Tja, fällt mir immer dann ein, wenn es zu spät ist. Brüder, das soll es gewesen sein. Das sind die kompletten Fortnite 64 Bug-Night-Kicks. Junge, der Mund von Colby! Ja, der Bube ist ebenfalls vereint. Ja. Junge. Ich weiß, das ist ja eine Frau, aber hier, also wenn man die Haare wegdenkt, das sieht aus wie ein männlicher Skin. Das Gesicht sieht durch das N64 so männlich aus. Bruder! Ja, die Mammutmarodeurin, auch sie, ist in der Star Fox 64-Ära hängen geblieben. Sie ist das heilige Mammut, könnte man sagen. Ja, moin. Charlius Maximus, oder besser gesagt bei den Texturen Minimus.
Brüder, ich bin raus. Das sind doch wohl die kompletten Kicks. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch doch wohl und tschüss.